Willkommen zu einem neuen Part Animal Crossing New Leaf und Sanselt ist da. Oh, sag mal, du bist doch die Bürgermeisterin hier, oder? Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich wollte dich um einen Gefallen bitten, Frau Bürgermeisterin. Also, ich möchte einen Laden auf der Einkaufsmeile eröffnen. Das ist mein Plan, zumindest die Kurzfassung. Sag was. Sag, was meinst du dazu? Klingt toll, dann haben wir endlich den Club Kalaua und können Emotionen lernen. Hey, ist das dein Ernst? Du fragst dich mal, was für ein Laden mir vorschwebt? Frau Bürgermeisterin, du hast das Zeug zum Kabarettistin von Weltrang. Ernsthaft? Vielleicht soll ich trotzdem erklären, welche Art von Laden mir vorschwebt. Ich will die Bürgerinnen und Bürger von New Leaf mit toller Live-Musik unterhalten, im Club Kalaua. Hm, du siehst nicht so angetan aus, wie ich gehofft hatte. Haha, kein Problem. Wie ich dich anschätze, wirst du den Club lieben, Frau Bürgermeisterin. Okay, er schätzt mich ein, obwohl er mich nicht kennt. Da du meinem Plan zugestimmt hast, wirst du mir sicher auch helfen, Frau Bürgermeisterin. Ehrlich gesagt war ich schon im Rathaus und habe dort deiner Sekretärin Melinda alles erklärt. Live-Clubs sind bekanntlich etwas laut und manchmal beschweren sich die Menschen auch darüber. Sie meinte, für einen Club brauche ich deine Genehmigung und einige Unterschriften von Unterstützern. Und jetzt, wo du dein Okay gegeben hast, fehlen mir nur noch ein paar Unterschriften. Und rate mal, was ich hier habe. Genau, eine Unterschriftenliste. Es fehlen nur noch die Unterschriften. Cool. Gehst du bitte für mich auf die Jagd nach Unterschriften für den Club? Punkt, 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 Punkt. Ich hätte jetzt eigentlich von dir eine Antwort erwartet. Hast du vielleicht innerlich "Mach's doch selbst" gebrüllt? Nein? Vielleicht doch? Verstehe. Die Sache ist nun mal die. Ich bin hier wirklich auf deine Hilfe angewiesen, Frau Bürgermeisterin. Schließlich unterschreiben die Leute eher, wenn sie jemanden fragt, dem sie vertrauen. Jemanden wie du eben. Wäre ja auch seltsam, wenn ein Fremder wie ich auf einmal fragt, hey, willst du einen Club? Mit den anderen Ladenbesitzern habe ich schon geredet. Jetzt fehlen mir nur noch die Unterschriften von 6 Einwohnern. Ich bereite die Eröffnung des Clubs vor. Bin also die meiste Zeit auf der Einkaufsmeile anzutreffen. Komm am besten dort vorbei, wenn du alle Unterschriften eingesammelt hast. Oder einfach reden willst. Ach ja, und danke für deine Hilfe. Bitte. Und wir haben ja... Ach ja, und der Supermarkt hat jetzt eröffnet. Und da können wir auch gleich vorbeischauen. Und wir haben gestern ja ganz, ganz viele Sachen geschenkt bekommen. Leider sind die Tannen hier alle verwelkt, weil die zu weit im Süden stehen. Das hatte ich ja schon in meinem letzten Video. In einer meiner letzten Videos gesagt. Ja, dann sammeln wir auch mal direkt die Unterschriften, damit das vorangehen kann. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar, einen Schneemann zu bauen. Wenn ich jetzt noch einen anderen Ball finde. Oh, der Stein ist ein Edelstein. Nein, ich will rein. Hä? Ich dachte, das ist Schornstein. Ach, doch nicht. Ist da niemand zu Hause heute? Oh, der andere ist bald da. Der andere Ball ist da. Ich meine, der andere Ball ist da. Okay, scheint... Dann rede ich auch erstmal mit Natascha wegen den Unterschriften. Ah, du kannst also doch noch sprechen, Mini. Was soll ich denn bitte davon halten, wenn du auf einmal wochenlang kein Wort mit mir wechselst? Du solltest wirklich öfter mal zu Besuch kommen. Oh. Unterschreib das. So, bitteschön, da hast du noch einiges vor dir, aber sicher helfen dir die anderen gerne aus. Elisa wird mich jetzt auch anmeckern, als ich mit dir geredet habe. Oh, nein, ich wollte mit dir reden. Hallo, Mini Molly, hast du irgendwas auf dem Herzen, Trampel? Unterschreib das. Du sammelst Unterschriften, damit wir auf der Einkaufsmeile einen Club bekommen? Hm, das stelle ich mir schwierig vor, aber es ist eine tolle Idee, also unterschreibe ich natürlich. Bitteschön. Hier die Fundsache muss ich ja auch aufheben. Dann suchen wir mal den Besitzer von dieser Fundsache.
Hallo, Minimolli. Ist das deins? Oh, tut mir leid, das ist nicht meins. Du fragst besser noch jemand anderem. Dann frage ich nochmal dich, Natascha. Oh, es ist ihre. Oh, meine Wandertasche. Welche Erleichterung. Oh, ein Ökotop. Dankeschön. Das freut mich jetzt natürlich. Wo sollen wir den Schneemann eigentlich bauen? Am besten da, wo wir... wo es niemanden stört. Und immer schön auf dem Schnee rollen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf dem Dreck rollt, dann wird er auch wieder kleiner. Ups. Und auch am besten nicht gegen Bäume oder so. Hier muss ich jetzt mal kurz... upsi. Durch den Dreck rollen, aber egal. Ich glaube, ich lass ihn bei meinem Haus oben stehen oder hier so. Okay, was für einen Schneemann bauen wir denn überhaupt? So. Ich würde sagen, ein Schneemehl. Nee, nicht Schneemehl, sondern Schnee. Also der Typ, der mit einem Bingo spielen kann, oder? Der ist am coolsten. Ist das richtig? Ich hoffe einfach mal. Ich hoffe, er ist perfekt. Prächtig, dieser behäbige Körper, der nahtlos angepasste Kopf. Und nicht zuletzt die ungeheure Stabilität der gesamten Statur. Ich bin wahrlich entzückt. Oh, schaut her, ich bin perfekt, vom Scheitel bis zur Sohle. Als Anerkennung für diese famose Leistung an meinem Luxuskörper spiele ich gerne Glücks 5 mit dir. Wie? Du traust dich tatsächlich ohne Glücks 5-Karte raus? Lass mich Schneelio dir hiermit eine Glücks 5-Karte verleihen. Oh, ich hab meine Tasche. Meine Tasche ist voll. Ach, doch nicht. Ach so, doch nicht. So. Hoffentlich, das ist eine Zahl, die wir haben. Ja, okay. 0. Das kann 9, 6. Ja, 9. Oh, ich bin so gut. Und er gesagt, ah, das Spiel ist so gut. Morgen wieder. So, jetzt sollten wir weiter Unterschriften sammeln und die Stadt verschönern. Und da habe ich schon... Ach, hier ist noch jemand. Da habe ich schon einiges gestern getan. Und nicht nur ich, sondern auch die anderen Leute. So, schnell unterschreiben. Wenn ich nur 6 Unterschriften brauche, dann bin ich ja eigentlich schon heute fertig. Meine Unterschrift. Okay, Wally ist in ihrem Haus. Unterschreibt das.
Also worum geht's hier? Eine Unterschriftenaktion, um einen Club zu eröffnen? Da gibt's doch nur eine mögliche Antwort darauf, oder? Yeah! Dieses Ding wird jetzt mal sowas von unterschrieben. Hoia! Dankeschön! Okay, ich brauche nur noch eine Unterschrift. Und die bekomme ich von... Lupo. Der hat, glaube ich, noch nicht unterschrieben. Und Benjamin. Aber wo sind die beiden? Hier ist schon einiges. Also sieht alles ein bisschen unordentlich aus. Ich muss unbedingt aufräumen. Mein Haus muss ich auch noch... Ach, genügend Platz einrichten. Also es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Ich denke mal, ich lade sogar auch 2 Folgen am Tag hoch, damit ich das überhaupt noch bis Weihnachten fertig bekomme. Kaufen mal was in der Fundgruppe. Vielleicht ist da jemand drin von meinen Bewohnern. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn da auch fragen kann. Nein, niemand da. Nee. Doch, eine Weihnachtsmannhose verkaufe ich. So. Dann machen wir uns mal wieder auf die Suche nach einem Bewohner. Aber wo? Am besten hätte ich jetzt schon das Mikrofon. Nicht Mikrofon, Megafon meine ich. Ah, ich will den Bewohner finden, der mir fehlt. Wenn nicht, gehe ich gleich mal in die Einkaufsmeile. Sonst müssen die ja da sein, oder? Oder ist Benjamin? Ach, Benjamin ist da. Oh, das Radiergummi-Sofa. Unterschreib hier sofort. Klasse. Glückwunsch, Minimolli. Und ich hab dir die entscheidende Vorlage gegeben für deinen Sieg. So, jetzt ab. Ab in die Einkaufsmeile. Ah, hier liegen so viele Blumen rum. Ich habe immer Angst, irgendwas kaputt zu rennen. Und ich muss unbedingt mal eine zweite Brücke bauen. Hey, wie läuft es denn mit deiner Unterschriftensammlung? Bist du fleißig bei der Arbeit? Ich hab sie alle. Im Ernst, kannst du mir die Unterschriftenliste dann gleich mal geben? Hier hast du sie. Ja, du hast alle Unterschriften zusammen. Fantastisch, gib mir die Liste. Dann ich hab ihnen sie doch gerade gegeben. Dann erledige ich alle nötigen Formalitäten. Sobald ich die Genehmigung in der Hand habe, muss der Club nur noch gebaut werden. Ich weiß noch nicht genau, wann er eröffnet werden kann, aber ich tue alles, damit es bald passiert.
Ich habe vor, den Laden hier im Keller zu öffnen. Komm einfach mal vorbei, wenn du Lust hast. Und bevor ich es vergesse, vielen Dank für deine Hilfe. Gerne doch. Ah, und hier ist eine andere Bewohnerin von mir. Gabi? Hieß sie Gabi? Ich weiß es nicht. Ich bin so eine schlechte Bürgermeisterin. Ich weiß nicht mal die Namen meiner Bürger. Der neue Laden. Willkommen im Supermarkt N&S. Yay. Jetzt kann ich mir Schottschönes kaufen. Die Schneekugel. Ich nehme es. Und ich kaufe auch das. Damit ich meinen Katalog ein bisschen voller bekomme. Gibt es den Katalog? Ja, den gibt es ja schon. Gitterband. Ach, ich kaufe das jetzt einfach alles. Den hat mir Hanne zwar gestern auch gegeben, aber ich nehme den jetzt einfach auch. Und eine Stoppuhr brauche ich. Ja, ich weiß, wie man das benutzt. So. Jetzt nochmal bei Tina und Sina vorbeischauen. Und ich muss mal bald die Nähmaschine freischalten. Ich hoffe, das ist morgen oder so. Du hast recht, Schwesterchen. Als Mina zurückkehrte, haben wir ja nicht nur den Laden vergrößert, sondern auch unser Sortiment. Mina hat eine Weile bei der berühmten Modeschöpferin Grazia gearbeitet. Grazia hat ihr damals den Künstlernamen Cementea gegeben. Jetzt möchten wir Schwestern von New Leaf aus dem Label Cementea die ganze Welt erobern. Aber Tina, ist es nicht etwas peinlich, unsere Löschschlösser so vor Minimolli darzustellen? Aber nein, Schwesterchen, für solche Träume muss man sich ganz und gar nicht schämen. Also wie gesagt, Minimolli, wir würden uns freuen, wenn du als Bürgermeisterin von New Leaf das Label Cementea als das Symbol unserer Stadt bewerben würdest. Ups, ich wollte sie nicht nochmal ansprechen. Vielen Dank, ja. Die Weihnachtsmannjacke müssen wir uns kaufen. Das war's für heute mal. Passt alles schön farblich zusammen, was da so im Angebot ist. Außer die Weihnachtsmannjacke. Diesen Partyhut können wir uns da kaufen. Zauberhut. Kaufen. Ach, und der Schuhladen. Müssen wir nicht auch bald aufmachen? Oh, der hat schon auf. Das hat mir Melinda gar nicht gesagt. Endlich neue Schuhe. Oh, und ich weiß ja schon, welche ich kaufe. Ich bin Schubert. Mir gehört das kleine Schuhgeschäft hier. Guck dich ruhig um. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Alles, was ich brauche, in die Taschen. Ballettschuhe. Ich kaufe sie. Und dann noch die Weihnachtsmann-Stiefel. Oh, Schuh. Boah, der ist aber teuer. Das war's für heute. Also mit dem Shoppen. Habe ich das das Fossil auch reingemacht? Ja, das lasse ich mal schnell analysieren. Dann können wir das dem Museum spenden. Nein.
Oh, falsch. Ich wollte erstmal etwas analysieren. Oh Mann, ich drück zu schnell. Ich wollte etwas analysieren. Einverstanden. So, und damit sage ich auch tschüss. Bis zum nächsten Part. Ich drehe jetzt einfach mal direkt weiter, damit ich es überhaupt schaffe, die Stadt zu dekorieren und so weiter. Also bis zum nächsten Part.